White Russian, we like to lick. Wieso, Intro oder Outro? Ja. Intro, sag mal, was in der 7 war. Bei der 7? Ja. 7 habe ich schon hochgeladen, das ist gepflegte Kontakte. Ja, das war... Ganz toll war das. Ja, da haben wir... Ganz viel gemacht. Zum Beispiel... Der Kaban. Ach ja. So, das war das, wo wir dann aufgehört haben. Ja, der Kaban, der war eindeutig mit dem Grenzer unterwegs, oder? Ja. Ich weiß Bescheid. Na, und Billy war mit Boris und was, das war hier, Marienkäfer. Klar, ich kenne mich aus. Ne, Marienkäfer war erst doch anschließend. Ne, wusste ich. Kein Marienkäfer. Der kommt erst heute. Sag mal, du hast mal wieder richtig den Überblick, ne? Er hat einfach die Aufnahme angemacht und dann erzählt er irgendwas von seiner Frau, die liegt gerne und ich bin raus, weißt du? Okay. Da kommen dann jetzt so Sachen wie... Stimmt. Das langt auch schon. Ah, nee, das, ja, ich weiß Bescheid. Viel Spaß und geil. Und hinten alles offen lässt. Kommt gut, sag ich dir. Jetzt sagst du nochmal nein, ich glaube nicht. So, und Flummige Fels. Flummige Fels. Auf jeden Fall, der rostige ja. Sheriffstern muss auch mal gezeigt werden. Ey, was für ein rostiger Sheriff. Ach, der. Jetzt hab ich's. Ja, schön, willkommen zur nächsten Session. Der rostige Sheriffstern. Ah, den muss ich mir merken. Kannst du auch gut. Süpi, den kannte ich gar nicht. Manchmal gut. Lerne ich noch was dazu. Nee, ist doch in Ordnung. Ich meine, wir, ne, solange wir noch Dreck lernen können voneinander, ist die Beziehung nicht eingeschlafen. Somit immer was Neues. Schön. Soll ich denn mal Flummi gerade rebasen, was wir beim letzten Mal gemacht haben, oder weißt du schon Bescheid? Ich halte das für sehr sinnvoll. Ich habe die nicht gebased. Es wäre auch egal, weil Jojo das irgendwann von euch bestimmt mitbekommt. So, das könnte ja, ich weiß ja gar auch nicht, in-game machen, weil Kabi ja jetzt eben sich mit dem Typen trifft. Wie werden das? Ja, Kaban war ja noch mit seinem Grenzer unterwegs. Genau, du warst dann bei Boris und dann wollte Kaban ja noch mit dem Gärtner quatschen. Das heißt, ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit treffen. Der kommt ja jetzt später. Machen wir das so. Richtig. Machen wir so. Easy. Möchtest du einsteigen, Geflumses? Na, die Frage ist, sind wir jetzt wieder auf dem Weg? Wir müssen uns da eigentlich mal wieder blicken lassen. Wo? Na, in dem Gebiet. Ja, das waren jetzt gerade mal 24 Stunden, dass wir nicht quasi dort waren oder so. Nicht einmal, oder? Der Spielleiter hat mir gesagt, mehr. Was? Na, Moment. Ich habe kein Ingame-Datum. Also, es ist folgendermaßen. Ihr erzählt doch alle Unsinn. Flummi war erstmal einen Tag raus, hätte aber mehr werden können. Und der Typ hat doch eh noch Hausarrest bis. Ist noch nicht ganz klar, aber mindestens 2-3 Tage. Also, ihr hättet noch Zeit. Ich glaube trotzdem, dass Flummi sich gerne dort rumdrücken möchte, einfach um die Illusion des dort Wohnens aufrechtzuerhalten. Das könnt ihr gerne machen. Das war ja mein Plan. Und auf dem Weg dahin können wir reden. Deswegen bekommt Billy einen Anruf. Ah, mein verwöhntes Klingelstern. Hallo? Hallo? Na? Ja? Ja. Schnubbi, Ausflug. Ja, gut, ich hol bei Boris das Auto ab, dann komme ich. Ja, Was? Bring dein Zeug mit, ich wurde verwüstet. Also eigentlich wurde ich überhaupt nicht verwüstet, aber was? Immerhin habe ich jetzt... Was? Was, verwüstet? Nein, ich wurde nicht verwüstet. Was für Zeug? Das, um mich so weit zurecht zu machen, dass ich mich da wieder blicken lassen kann. Die ambulante Lackierstraße. Richtig. Ja klar, Treib mir das Ghetto aus den Knochen. Das ist nicht mehr möglich, es tut mir leid, aber... Das will ich nicht nochmal von dir hören, du. Mach nicht so ein Gesicht, da bleibt dir das noch so. Ey, ne? Junge Dame! Pass mal auf! Fräuleinchen, entschuldigen Sie bitte. Würden Sie bitte Ihren Ton gegenüber Ihres Fräulein Rottenmeiers wieder sofort ändern? Verdammt. Schabt schon in einem Stück ein kleines. Verdammt. So, ich komme jetzt. Tschüss. Tschüss. Dilili.
Guck, er lernt heute noch. Er muss arbeiten für sein Geld. Das Ding ist, ich will nicht, wenn Flummi spricht, mit der Maus rumklicken, weil das unheimlich laut ist mit dieser Maus. Und bin da, weißt du, will da noch ein bisschen Qualitätssicherung betreiben und du treibst mich jetzt noch an. Dafür auf jeden Fall Karma-Anzug. Anzug, ja, ja, was? Ist richtig. Karma-Anzug. Karma-Anzug. Karban-Anzug. Viel Karma, ihr könnt Komm, euch machen, da wir machen uns einen Anzug aus Karban. Gutes altes Schweinsleder. Ich mach erstmal einen Gürtel draus hier. Den habe ich in Italien auf dem Markt gekauft. Das Schweigen der Lämmerdrohnen. Die Lämmerdrohnen. Ja, Pini sitzt im Auto und fährt dann zu Jöjö, nachdem sie das Auto natürlich abgeholt hat bei Boris. Und dann wird sie irgendwann dort ankommen und gegen die Tür trommeln. VR, ja, also sprich. VR hier, ne? Gegen die Tür trommeln. Ja. Also sie sieht ja die Tür nicht im RL. Es kommt ihr entgegen. Fresse, ich komm jetzt! Hast du dich nicht mal vorher machen können, dass du kommst? Echt mal. Echt? Oh, ich hab mir den Kommentar extra, sie macht während sie redet die Tür auf, extra verkniffen, als du gesagt hast, ich komm jetzt vorbei. Nee, als du gesagt hast, ich komm jetzt oder sowas. Ich bin auf dem Weg. Nee, du hast nicht gesagt, ich bin auf dem Weg. Du kannst jetzt doch. Du hast wieder nicht zugehört. Du hast doch Eibs, Mensch. Nimm mal den Affen vom Rücken, ey. Und setz dich jetzt mal hin. Hast du schon die Feuchttücher vorbereitet? Dann muss ich da wieder. Oscar, runter von mir. So. Ach, der Pelz wächst so schön. Der Handmuff. Gut, dass ich weiß, dass du nur Spaß machst. Ansonsten wärst du mal wirklich eine Frau. Ach, habe ich das gerade laut gesagt? Dann pflanze ich dir die Eier zurück in die Bauchhöhle. Hast du Eier in der Bauchhöhle? Eierstöcke in der Bauchhöhle. Ja, das ist hier wieder was ganz Keimdrüsen anderes. Keimdrüsen in die Bauchhöhle zurück. Mhm. Nicht, was ein kräftiger Tritt in die Weichteile nicht schon erledigen könnte, ne? Und ich ziehe mir die guten Schuhe Wie dafür an. Du denn aus, ey? So ja. Sexy heute. Na klar. Super. Mensch, die Haare passen echt gut zu dir und gegen den Spliss des Kreatin hat richtig gut geholfen. Ja. Setz dich mal hin, dann fahren wir erstmal an dich durch. Weißt du, wie oft ich ausgelacht werde mit blonden Haaren? Das steht mir überhaupt nicht, sieht scheiße aus. Du hast doch Gott sei Dank keine Ahnung. Und die Leute, mit denen du dich umgibst normalerweise, wenn ich nicht gerade um dich herum bin, sind ja auch nur mehr als fragwürdig, junge Dame. Zurück in Charakter, bitte. Ich werde sterben. Wo sind denn die hochhackigen Schuhe, junge Dame? Irgendwo hinten im Schrank. Anziehen! Ich möchte nicht, dass sie jetzt wieder zurück auf einen Status fallen von vor 2 Wochen. Von vor 2 Wochen? Das wird nicht passieren, wenn ich die Dinger mal 1,5 Tage nicht getragen habe. Aber ja, ich will sie. Ja, weil zackig, zackig und gerade den Rücken. Bauch rein, Brust raus. Dum, 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 dum. Was denn? Ich glaube, irgendwann lässt sich Jojo aus Protest den Rest der Brüste, die sie hat, noch abnehmen. Was für Brüste denn? Genau die. Na gut. Jetzt, was war denn bei dir los? Entschuldigung, Tee. Also, nein. Tee war bei dir los? Nein. Willst du mal einen Vokal kaufen vielleicht? Hab ich doch, im Tee. Was? Nee, T ist nur ein Buchstabe. T ist vor allem ein Konsonant, aber ihr seid beide schon gut dabei, sag ich mal. Nein, ist doch ein Vokal, wenn du den Vokal kaufst, dann hast du mehr als nur einen Konsonant, du Spacki. Was hältst du mal die Fresse hier? Fühlst dich gerade so auf, als wärst du Lehrer. Ich habe sogar 2 Vokale gekauft. Ich halte die Diskussion hiermit für abgeschlossen. Wenn man jetzt einen Buchstabe einfach nur nimmt, dann ist das ein T als Buchstabe, nicht T das Getränk. Aber dann hast du nur einen Konsonant. Meine Fresse, habt ihr nie Glücksrad geguckt? Gab's es nicht bei euch? Nein. Also, gut. Ein Tee wie egal. Theodor. Ich hätte gerne einen Tee wie Kamillentee. Das ist kein Tee, ist ein Aufguss. Das manchmal, ne? Da fühle ich mich einfach nur alt. Wieso? Weil es so gut ist. Angst vor zu viel Spaß. Jetzt willst du dich gerade über mich nicht lustig machen, sondern im Gegenteil, du möchtest mich gerne hier runterbuttern jetzt. Nein. Er möchte dich anspornen. Zu mehr Scheiß? Ja. Oh Gott, nee, besser nicht, ey. So, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Kaffee. Wo? Kaffee? Kaffee. Du möchtest uns Kaffee kochen? Ja. Kaffee.
Kaffee, 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 Kaffee. Möchtest du Kaffee mit Zimt und Zucker? Du kriegst Kaffee mit Zimt und Zucker. Die gute Wiener Melange, bitte. Oh Gott. Ja, ich gucke. Guck mal. Sie guckt. Ja, na klar. Ja, klar. Eben. Yeah. Aber bitte keinen Zucker, ja? Süßstoff. Natürlich. Schönes Aspartan in den Körper rein, Rattengift. Ne? So, bitteschön, sagt sie nach ein paar Minuten, wenn sie mit einer dampfenden Tasse für dich und einem dampfenden Riesenpott Kaffee für sich zurückkommt. Da springt die mir nachher wieder im Dreieck im Auto, Alter. Und wehe, sobald die blauen Schilder kommen, dann musst du wieder auf die Toilette, ey. Ich? Kennst du das nicht? Nee. Blaue Schilder, jede Frau, so, die blaue Schilder sieht, Autobahn, blaue Schilder, Wasser, pissen müssen. Kennst du nicht? Naja, okay. Gut. Tut mir leid. Der Trolli kennt's. Mm-mm. Der ist bestimmt auch so. Ja. So, jetzt nochmal. 1, 2, 3. Wie geht es dir denn? Mir geht es gut. Du siehst auch gut aus, wie gesagt. Was war denn los die Tage? Du konntest dich überhaupt nicht mehr melden bei uns. Nee, tut mir leid. Family Stuff. War ich hab gar nichts in den Nachrichten über Rabut nichts gelesen. Entschuldigung. Dummes Spruch, Kieferbruch. Ja. Ein Glück kenne ich dich so gut, deswegen hau ich dir keine rein. Der hat sein müssen, der war für die Statistik. Das weiß ich. Du kriegst einen Schmatzer auf die Wange. Nee, Herr Ufda, du bist noch nicht fertig geschminkt. Halt jetzt still. Möchtest du unbedingt Lippenstift auf der Backe? Nee, möchte ich nicht. Und das ist eine Wange, junge Dame. Gewöhn dir gleich wieder den guten Ton an. Ich möchte nicht, dass du unangenehm auffällst und ich dich wieder zurechtweisen muss. Aber ich mach das doch mit Absicht. Was machst du mit Absicht? Rebellieren. Rebellion in einem gewissen Maß ist mehr als nur annehmbar. Allerdings, momentan eröffnen sich mir da Gründe bzw. Abgründe in deiner Aber Seele, die ich nicht gerne mag. Bei Seder Krupp. Richtig. So, also, ja, Familien ist rum jetzt, der Stress, ja? Können wir weitermachen. Die wissen doch eigentlich, dass wir im Auftrag gerade sind. Warum holen die mich dann daran? Ja, weil es wichtig war. War das Swante oder was? Nein. Ja, okay, du möchtest nicht drüber reden. Das ist ja, akzeptiere ich auch. Wunderbar. Es war auch nichts Dramatisches, Billy, wirklich nicht. Nichts gesagt, ich hab doch... Was, wo denn? Was redest du denn? Aber du klingst jetzt so beleidigt. Nö, ich bin nicht beleidigt. Sehe ich beleidigt aus, oder was? Guck mal, ich werd komplett ausgetauscht. Ich habe nicht mal mein eigenes... Da musste ich immer noch schmunzeln, gell, nach all der Zeit. Ja. Schön. Gut. Das hat er jetzt wahrscheinlich gerade eben nochmal auf Soundboard ziehen müssen, weil das... Keine Ahnung, egal. Ja, gut, dann soll ich dich mal eben rebasen, was Kabi und ich gemacht haben die letzten vergangenen Stunden. Ja, bitte. Bitte, 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 bitte. Ah, ja. Wir haben uns erstmal im Papageien getroffen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz... Können wir ganz kurz hier anhalten? Ich bin gleich wieder da. Also, ich meine jetzt im Real Life. Ja. Ich habe das verstanden. Quasi ganz kurz Schnitt quasi. Also, nicht schneiden, aber... Ich bin mal raus! Bis gleich! Verpiss dich! Ey. Flummi. Ey. Lump. Ich finde, du solltest dir echten Zucker kaufen. Ist sogar Lebensstil, wenn du den ausschließlich dafür benutzt, um Willi ab und zu mal echten Zucker in die Getränke zu machen. Klar. Easy. Gut. Und echte Sahne. Weiß schon. Na, da kann ich aber auch die normale Säusahne mit extra viel Fett nehmen. Okay. Alles klar. Deal. Hauptsache, das kriegst du das nicht mit. Was krieg ich denn dafür? Kein Karma-Abzug. Das ist keine Motivation. So, da ist er wieder. Was ist keine Motivation? Nix. Ich hör's ja später eh. Nein. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Ist. Ja. Ich schneid die Folge. Easy. Klar mach ich das. Jetzt weißt du schon, dass ich mir die ersten 10 Minuten des Podcasts trotzdem anhören werde. Crap. Jutti, also, okay, genau, Kaban und Billy waren zusammen im Papagei und haben sich erstmal gerebased, was
alles passiert ist, während Kabans Krankheit eigentlich, ne? Also sprich hier, was ist der Kerl jetzt wieder fit oder scheißt der immer noch rum oder was hat denn der eigentlich gehabt? Schon wieder? Keine Ahnung, der hat glaube ich AIDS oder sowas? Darmkrebs. Okay. Also so eine kleine Einsiedlerkrabbe im Po sitzen wahrscheinlich oder die kneift ihn ab und zu mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, der hat halt einen Reizdarmsyndrom, würde ich jetzt mal sagen oder so. Mann, ey, dagegen gibt's doch Medikamente. Ja, das muss man sich aber erstmal leisten. Ich soll Cyberdarm einsetzen. Können wir mal fragen, ob wir Matrioschkas Darm kriegen. meinst du, der ist noch frisch? Keine Ahnung, du. Ich habe echt keine Ahnung, ob der noch frisch ist, aber. Vielleicht haben die Würstchen daraus gemacht. Ich esse keine Würstchen. Ghoul-Würstchen. Boah, sehr schlecht. Ghoul-Würste. Finde ich gut. Ich habe Hunger. Finde ich ghoul. Total ghoul heute wieder. Das neue Trendwort ist nicht mehr cool, es ist jetzt ghoul. Voll ghoul, Alter. Auf jeden Fall wollte dann... gefällt mir, das werde ich auf jeden Fall versuchen, irgendwie weiterzuführen. Wahrscheinlich vergesse ich es, aber das ist nicht schlimm. Das macht ja nichts. Ja, wie ging's weiter? Auf jeden Fall ist dann Kaban in den Marienkäfer, wollte er sich mit diesem Gärtner treffen aus der Familiengruft. Also sprich, das ist ein Marienkäfer. Also ich weiß, was ein Marienkäfer ist. Die Bar, in die er gegangen ist, heißt Marienkäfer. Er hat mit Papagei angefangen und geht dann zum Marienkäfer. Moment, ich bin im Papagei gewesen und habe mich dort mit ihm getroffen und er musste dann in den Marienkäfer, weil zuerst war er wohl im Grimmen Schnitter und hat sich da mit seinem Grenzer getroffen und hat dort mit dem geredet. Aber genau das weiß ich nicht, was da jetzt passiert ist. Muss er erzählen. Das ist aber echt ein Abstieg, den er da gemacht hat. Der hat sich einmal von ganz oben nach ganz unten in der Nahrungskette vorgearbeitet. Weiß ich nicht. Naja, er hat im Papagei angefangen, ist dann in den Schnitter gegangen und war dann zum Marienkäfer. Marienkäfer? So. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja voller Aufreißschuppen. Aber ich weiß nicht, was da jetzt genau war im Marienkäfer. Er war halt vorher im Grimmen Schnitter mit seinem Grenzer, das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, im Marienkäfer, das muss er uns nochmal erzählen, was da jetzt genau vorgefallen ist. Da ist ja Spielleiter noch nichts gewesen. Und ich war noch bei Boris und habe mich mit Boris unterhalten. Im Nachtfalter natürlich. Und der hat mir, Alter Falter, der hat mir was erzählt. Nee, pass mal auf, das ist ganz wichtig jetzt. Stimmt eigentlich, aber ein Papagei ist kein Insekt. Nein, aber der Marienkäfer. Egal. Ja. Hör mal. Ja? Die Worry ist da dick im Geschäft momentan an der Grenze, ne? Ja, und? Ja, und weißt du das? Ich meine, Fedors Worry ist da dick im Geschäft. Hä? Weil die momentan die einzigen sind, die durch die Grenze durchkommen. Der Grenzer macht da wohl mit der Worry rum. Also, Spieler, da verbessere mich, wenn ich da jetzt das falsch wiedergebe. Das ist schon wieder lange her, aber so hatte ich das noch in Erinnerung. Also, es ist richtig, die Worry kriegt gerade das einzige sinnvoll irgendwelche tollen Waren in die Stadt und aus der Stadt. Mhm. Ob der Obergrenzer mit denen was macht oder nur seine Lakaien, wisst ihr nicht. Aber auf jeden Fall ist es gerade, macht die Worry halt gerade super Geschäfte, weil die kriegen halt den Scheiß ran und der ist dann ordentlich teuer. Ja. Und gutes Koks hatten sie. Richtig, also richtig. Richtig gutes Koks. Voll da! Dann muss ich, glaube ich, nochmal ein Gespräch führen. Ich kann nicht hinfahren, wenn du möchtest. Nee, ich fahr selbst hin. Wieso? Ich will ja nicht rein. Ich will nicht zu Fedor. Ach so, das weiß ich ja nicht. Vielleicht danach noch. Ich sag ja nur, ich weiß nicht, ob du... Aber auf jeden Fall macht er wohl... Also auf jeden Fall kriegt die Worry als einziges momentan Ware in die Stadt und raus. Und ansonsten keiner. Okay. Und die, soweit ich... Woher weiß der... Entschuldigung, was? Aber woher weiß Boris das? Ja, tut er, macht doch auch mit der Worry rum und das hat der Grenzer erzählt? Nee. Okay, Boris hat gesagt, dass er weiß, dass die Worry da momentan wohl Sachen abzieht mit so Sachen in die Stadt reinkriegen, weil er die Drogen von der Worry gekauft hat. Ah, ja, er stimmt. Musste da richtig hochgehen, hat er gesagt. Das hat es zu mir erzählt. Pass auf, Billy, ich muss gleich nochmal weg und nochmal was abklären. Okay. Und dann hole ich dich später, dann komme ich später zu dir und dann machen wir das alles okay und fahren dann. Du, ich,
Ich kann dich auch irgendwo abholen dann einfach, weil ich jetzt das Auto habe, dann fahre ich jetzt nicht nochmal heim extra. Ich bin ja jetzt näher am Zielort dran. Oder ich bleibe einfach hier, bis du wieder da bist, wenn es dich nicht stört. Ich fasse auch nichts an. Ja, du kannst ruhig, fühl dich hier wie zu Hause und das weißt du auch. Ja, ich werde mit deinem Fernsehen ein bisschen reden. Red mit meinem Fernseher, spiel mit Oscar oder mit Guso, wenn er da ist, keine Ahnung. Oh, genau, ich klopfe mal bei Guso, das ist eine gute Idee. Tata! Okay. Ach, ist das, Entschuldigung. Ja, Jojo, zischt ab. Ich mach dich gleich Düse. Ich mach jetzt erstmal schnell die. Nee, ich mach doch. Wo bist du denn? Na, zu ihrem Bruder. Das ist für eine Überraschung. Naja, du kommst an. Dauert halt jetzt alles ein bisschen, aber du kommst an. Das ist sogar mal eine Sache, die sie wirklich mit ihm selber klären muss. Ich für solide. Ja, also. Ja, sie hat, bevor sie losgefahren ist, hat sie kurz angerufen, damit sie ihn nicht wieder stört. Bei diesem Anruf hast du ihn zwar gestört, aber okay. Du hast diese Gabe genommen, also jetzt lebt damit. Ich habe gar keine Gabe genommen, die hast du dir verliehen. Die Gabe, den Nichtbruder beim Bumsen zu stören, die hast du dir damals für 5 Karma gekauft, ich weiß das noch. What? Das ist Quatsch. Oh ja, du kommst an. Und er ist in mittelmäßig guter Stimmung, weil er konnte halt Karlsson, ne? Weiß schon. Sie geht hin. Hey, wir müssen uns kurz unterhalten. Okay, also. Bienchen und Bümchen. Und halt Muschis. So, das ist die Grundlage. Den Rest findest du raus, wenn du 30 bist. Wenn ich 30 bin? Nicht übereilen, das ist bei vielen nicht gut. Hat sich einfach nicht bewährt. Du hast mit mir letztens noch das Gespräch geführt, von wegen der Vater will das gerne und dann soll ich warten, bis ich 30 bin. Junge. Weiß ich jetzt nichts von. Also, was willst du jetzt hier? Kann sie reden? Ja. Pass auf, ich habe vorhin gesprochen und es haben sich ein paar Infos aufgetan. Und ich will einfach sicher gehen, dass wir hier jetzt keinem anfangen, in die Suppe zu spucken. Denn soweit ich jetzt mitgekriegt habe, hat die Worry gerade extrem dicke Geschäfte an der Grenze laufen, von wegen, und sind wohl die einzigen, die da im Moment rein und rauskommen und haben wohl entweder mit dem Typen, an dem wir jetzt dran sind, oder mit irgendwelchen von seinen Lakaien Absprachen. Aber ich da jetzt weitermache... Vielleicht weißt du das auch alles schon und ich weiß es nur nicht, aber... Na, also dachte man sich ja schon, ne? Irgendjemand muss ja irgendjemand muss es ja reinbringen. Wie soll man denn hier sonst ohne überleben? Na, aber das ist klar. Das hält ja nicht ewig. Also das kann die gar nicht ewig aufrechterhalten, weil irgendwann kann das niemand mehr bezahlen. Und ihr macht das erstmal und da passiert ja noch nichts. Da ändert sich ja für die Woche erstmal nichts. Selbst ich weiß nicht genau, ob die mit dem Geschäfte machen oder mit seinen Dudes. Aber... Wenn dir das einmal passiert ist, dann weiß er erstmal, dass wir ihm auch ans Bein pissen können und dann quatsche ich nochmal mit der Worry. Das ist der Plan. Das geht dann schon klar. Alles klar, das wollte ich ja nur einmal abklären, ehe wir jetzt hier anfangen, irgendwas zu machen und hinterher das dicke Ende kommt. Dickes Ende soll ja nicht kommen, deswegen ist das ja richtig. Ist ja richtig, dass du zum Chef kommst. Nochmal nachfragst, wie das zu laufen hat. Alter Verwalter. Ist einfach richtig. Alles gut. Siehst du? Dann gehe ich jetzt mal weiterarbeiten. Was man halt so Arbeit nennt. Das ist schon wieder auch richtig, richtig schlimm aus, ne? Ja, das weiß ich selbst. Na dann, viel Spaß. Sie schüttelt nur den Kopf und geht wieder raus. Gut. Fährt zurück. Düse. Du klopft ja bei Guso. Guso? Ja, du kannst das. Dir. Ja. Wir haben ja noch Zeit. Mhm. Und da kommt einfach eine Wolke entgegen. Die ist, also die ist intensiv. Wirklich. So wie das Lied, was ich vorhin gesungen habe, mit dem richtigen Text. Ach, das hat ich einen richtigen Text. Ich rauch meinen Ganscher den ganzen Tag, ganz egal, ja, wer auch ja, immer dann, was dann dagegen ja. hat. Dann ja. Ja. Und auch Augenringe, die sind wirklich legendär. Huch. Oh. Ich gibt dir erstmal eine Umarmung.
Hä, was? Nein, ist das... Also, ist reinkommen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich na, eher nicht. Kommt drauf an, wovon das abhängig ist. Also, was meinst du? Ich weiß nicht. Also, gern, wenn du willst. Naja, wenn du mich anrülpst, dann bin ich erstmal ausgenebelt, glaube ich. Easy. Was? Der Stoff drückt überhaupt nicht. Total easy. Ja, du siehst auch überhaupt nicht gedrückt aus. Nee, ach Gott, total leger. Nee, ich hab mal wieder die Bong angeschmissen. Ja. Schon... Nee, das ist voll nett, aber nee. Kann auch, wenn du möchtest, kann ich auch das Fenster aufmachen. Ja. Na, dann komm mal kurz rein. Ja, ich komm mal kurz rein. Er nimmt dich mit in seine Büde, eröffnet alle möglichen Fenster und macht den Ventilator im Bad an, was schon nötig ist. du siehst unheimlich viel Süßkram selbstverständlich und kalte Pizza schichtet sich wirklich in guter Menge. An Möblierung hast du dort also ein Euro Paletten und eine Matratze. Noch eine Matratze an. Die heißen 1 Euro Paletten, weil die so stabil sind. Ein Nyan Paletten? Ja. Nein, das sind Euro Paletten. Ach ja, nee, und halt eine noch an die Wand gelehnt, also eine Matratze an die Wand gelehnt, das ist dann quasi ein ultra geiles Sofa. Da pflanzt er sich auch wieder hin. Da ist ein bisschen Asche drauf, wie sich das hier hört. Ich glaube, ich möchte mich da nirgends hinsetzen, so wie sich das anhört. Der Boden ist prinzipiell sauber. Wenn man die Pizzaschachteln aus dem Weg schiebt, wahrscheinlich. Die türmen sich nur in einer Ecke. Ach, guck. In der Ecke, wo man nicht hin muss, nämlich Küche. Der ist wie ein Hamster, ne? Der kackt nur in einer Ecke. Siehste? So ein sauberes Tier. Ah, schön. Dich her. Ach du, mir war gerade nur Fahrt und da habe ich gedacht, ich komme mal vorbei. Ich dachte jetzt nicht, dass ich hier in die Höhle des Smogs reinkomme. Ach so. Ist das momentan ein Hauptprojekt oder was? Projekt? Na, also es ist einfach gerade... Ja. Komm, du hattest doch immer irgendwelche Projekte. Na klar, und das hier ist gerade Art. The Art of Life. Verstehst du? Life is life. Na, 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 na. Das ist falsch. Der Text ist steif is life. Verstehst du? Kann ich überhaupt nicht mitreden. Also, ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Soll ich dir... Ich hab da so ein Kraut, das hilft da. Da kriegst du einen Ständer, der geht dir bis zum Kinn. Brauch ich nicht, danke. Brauchst du nicht, aber ich dachte, hast. Okay, gut. Was? Wenn du mal brauchst, sag's Bescheid. Für was sollte ich das denn brauchen? Für deinen Ständer. Ja, aber warum denn? Hast du denn Erektionsprobleme normalerweise? Nö. Ich hab damit überhaupt kein Problem. Ich habe das Zeug. Weil, Selbstversuch? Nee, warte. Ich hab das. Das liegt ja schon lange und da habe ich mir damals geholt, weil. Dem Spieler da gerade nichts einfällt. Nee, tatsächlich wäre mir schon was eingefallen, aber er guckt gerade so, als müsste er sich stark erinnern, weil er hammerhart stoned ist. Ich fand's nur witzig. Wenn mir nichts einfällt, klinge ich noch ein bisschen höher, das ist der Unterschied. Stimmt. Warte. Da, also. Ich glaube, das habe ich geholt, als wir mit dem Marionettenspiel, da mit dem Klebeband, weißt du noch? Ja. Vor 2 Jahren oder wann das war? Na, 2 Jahre waren das nicht, Herr, mein Freund. Also. Na, auf jeden Fall, da habe ich das irgendwie noch, als wir dann mal getrennt waren, habe ich das irgendwo her. Und da war so ein Typ oder eine Frau. Und die hat das super gut angepriesen und ich dachte mir, brauchst du nicht, aber ey, die hat sich so eine Mühe gegeben. Das musste zuschlagen. Verstehst du? Ich war einfach so und nett. Dann bist du mit dem Hörnchen rumgerannt die ganze Zeit. Nee, ich hab das ja nicht genommen. Ich hab einfach das mir geholt, weil ich dachte... Dann mach doch mal. Stopf mal deine Pfeife damit, hopp. Ich will erstmal wissen, ob das funktioniert, was du mir da anpreist jetzt. Aber was hab ich denn davon? Keine Ahnung, kannst den ganzen Abend Videos gucken. Triwitz. Oder holst dir ein Sim? Weiß nicht, hat Goose überhaupt eine Buchse? Keine Ahnung, ich glaube nicht, ne? Keine, die man sieht, aber hat ja ziemlich dichte Dreads. Stimmt. Naja,
Das Ding ist, ich muss ja sagen, obwohl es nicht drückt, habe ich schon ein bisschen das Herz arbeitet, sage ich mal, ne? Lange stehen, da hat man auch schon so ein bisschen Schweiß. Wenn ich mir jetzt noch irgendwie was ich glaube, da müssen wir nee. Was? Nee. Das können wir nicht machen, wenn da jetzt der Kreislauf schon so intensiv am Arbeiten ist. Ach, dann liegst du noch besser da auf deiner Couch. Ah, ich glaube, noch so besser richtig nee, entspannt. Ja, da bin ich so raus. Nee, das hört gar nicht ja, vor. Du bist ja auch überhaupt nicht raus gerade. Du bist ja total drin. Easy. Im Film. Ich weiß genau, was ich heute noch vorhab. Ja, schlafen und Pizza und Süßigkeiten. Ja, genau. Siehst du? Das, und wenn ich das jetzt aber auch noch nehme, dann weiß ich nicht mehr, ja, wie das. Du kannst ja jetzt aber noch ein bisschen Glückshormon abholen. Nee, guck mal, ich hab da so eine Seite für dich. Okay. Billy gibt dir die Seite zu den Videos von ihrem Host. Okay. Und sagt, siehst du, jetzt rauchst du das Zeug und dann guckst du dir mal die Seite an. Meinst du? Auf jeden Fall. Ich eine Hälfte, du eine Hälfte. Dann nee. Guck mal beide mal rein. Nee. Nee, du, ich hab momentan schwer Arbeit am Kittel und muss da nee, definitiv. Ich auch. Ja, aber meine Arbeit in also das. Man muss dazu quasi die Räumlichkeiten verlassen können. Naja, weißt du? Hey, aber mit einem Hörnchen kannst du doch die Räumlichkeiten verlassen. Weißt du, wie das zieht, wenn ich jetzt den Getakten hart bekomme? Das geht gar nicht, nee. Du kannst ja dein Beinkleid lösen. Was? Nee. Nee, okay. Pass auf, dann machen wir das so. Wenn du mal dann ein bisschen Zeit hast, kommst du wieder vorbei. Dann du eine Hälfte, ich eine Hälfte. Und dann gucken wir nochmal auf diese Seite. Ist das Pappe eigentlich, was er mir da anpriest? Du erkennst das Kraut nicht, aber es sieht nicht aus wie Kamillentee oder sowas, was da rumliegt. Kann ich das mal eben googeln als Bild? Ja, es ist schon Aphrodisiakum. Ja, das ist Muskatnuss auch, ey. Nee, schon eins, was ein bisschen mehr hilft als Muskatnuss. Das ist schon besser. Das ist irgendwas aus dem fernen Osten. Sehr fern. Gib's mir mal das mit, ich will das erstmal ausprobieren zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das ist voll nett von dir. Die Hälfte. Ja, die Hälfte, du hast ja gesagt, die Hälfte für dich, die Hälfte für mich. Ich probiere das dann jetzt erstmal aus. Klar, nimm dir, aber dann musst du mir auf jeden Fall noch sagen, wie es war. Mhm. Geil. Das mische ich Kabern und das Essen. Sagst du das? Nee. Okay. Das dachte ich mir jetzt gerade nur als Spieler. Ist ein Stück mach ich aber nicht. Nee, ich glaube, ich habe eben Jojos Tür schon wieder gehört, du. Wer ist denn hier? Ah, Jojo, ja. Ja, ne? Deine Nachbarin. Deine überaus die wohnt vorkommen. Direkt hier, ich dachte, die wohnt eins drüber. Das ist doch, die wohnt die nicht Tür an Tür mit dem? Doch, tut sie. Er hat dir sogar einen Weihnachtsbaum in die Bude gestellt. Und vor kurzem irgendwas an die Tür geschrieben mit Goldstift. Ja. Das habe ich jetzt verbal nicht akustisch verstanden oder so. Das habe ich jetzt verbal nicht verstanden. Irgendwie sowas stand da an der Tür. Da kann ich mich noch dran erinnern. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Mm. Na gut, dann mach dich mal rüber zu Jojo. Voll lieb, Dankeschön. Und dir noch ganz viel Erfolg bei deinem Auftrag. Aha. Werde ich haben. Ich bin gut im, du weißt schon. Dings. Im Orbit, in der Umlaufbahn? Nee, du machst ja für jeden Tag so einen Plan, was du alles noch schaffen musst. Und ich bin quasi gut in, hab schon was erledigt und, ne? So. Ich schaff das heute, meine ich. Ich würde ihm ja am liebsten jetzt was von dem Koks geben, was er von Boris gekriegt hat. Aber das habe ich ja gar nicht dabei. Das hast du in der Tat nicht. Nee, das sage ich ja, habe ich nicht dabei, weil ich ja weiß, dass wir fort wollen. Aber ich habe dieses Kraut jetzt dabei. Ist das was Illegales da, was du aus dem... Nee, ne? Ist doch legal. Würfel mal bitte in W6. Und sag mir hoch oder tief. Ich sag mal tief. Okay. Eine 5. Aber das ist schon ziemlich illegal, weil es von einer vom Aussterben bedrohten Pflanze ist. Ah.
Also das Ernten ist nur, brauchst du eine spezielle Genehmigung. Und ob er die hatte, der das geerntet hat, das ist eher fraglich. Ja, aber das... Es ist möglich, der aber Besitz ist doch nicht illegal, der Besitz oder? Ist in Moskau nicht illegal, aber du weißt schon. Nee. Theoretisch hat man dann meistens noch so ein Kaufzertifikat, dass das von einem lizenzierten Pflanzenzupfer geholt wurde und das hast du nicht. Aber theoretisch ist der Besitz erstmal in Moskau nicht illegal. Solltest du Grenzen damit überschreiten, kannst du doof werden. Aber hast du ja sicherlich nicht vor. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht kann man das Zeug ja verwenden, um den anderen Horny zu kriegen. Achso, na, ich meine international Grenzen. Ach so, aber nicht innerhalb von Moskau, wenn ich jetzt in Moskau damit die Grenze überschreite. Da Moskau in easy, Russland easy. Selenograd, wenn ich da rein will und mich da an Grenze anhält, nee, dann... das sind, ach Quatsch, easy. Pisst der mir nicht an, oder? Nö, der fragt dich, was denn das? Ist das etwa Marihuana? Und dann sagst du, nö. Nee, aber wir können das mal zusammen ausprobieren, das ist ja geil. Verstehst du? Na, ich hatte jetzt eigentlich eher eine andere Idee, was du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt als Intention darin hattest, mir das anzupreisen hier, aber... Ich hatte überhaupt keine Intention, das anzupreisen, Mann. Du wolltest einfach nur den Raum füllen mit unnötigem Zeug. Ich tue einfach, was weißt mir einfällt. Das Zeug, was eigentlich wichtig gewesen wird, dass Jojo weitermacht, total außer Acht gelassen, dafür mal lieber Billy einen Ständer verpasst. Weißt du, es geht ja ansonsten nichts wichtiger als das. Dicht und deep, haben wir ja gesagt. Deep, ja. Weed. Bitte? Deep Weed, sie hat wieder ihr tolles Wortspiel gemacht. Ich bin fast geneigt, den Applaus walten zu lassen, den ihr nicht mögt. Aber ist egal, also Jojo ist wieder da. Ja, ich bin dann auch wieder da. Du musst mal auf Guso aufpassen, ey. Wieso, was ist mit dem? Der driftet ab, glaube ich. Echt? Ja, ja. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit dem gesprochen. Ja. Und, wie war's? Wo war's jetzt eigentlich? Bei meinem Bruder. Ach so, gut. Und? Alles easy. Alles easy. Müssen wir mit Fedor nicht irgendwie quatschen, dass der uns am Ende dann die Freundschaft kündigt? Ja gut, dann will ich gar nichts gesagt haben. Ja, passt alles. Aber danke für die Info auf jeden. Ja, ich dachte, das wäre vielleicht interessant gewesen. Ja, es ist ja auch. Deswegen wollte ich das auch mal ganz kurz abklären. Ja, besser ist das. Weil ich hatte auch schon meine Bedenken, als Boris das angesprochen hatte, hatte ich gesagt, Alter, wenn wir da mal nicht jemanden in die Suppe pissen, ey. Oder spucken. Nee, das geht schon. Juti, dann brauchen wir uns da ja erstmal keine Gedanken drum zu machen. Oder wolltest du mit Fedor nochmal deswegen eventuell quatschen? Nicht, Juti. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Sollen wir mal loseiern? Ja, wenn ich zu Ende fertig bin, dann können wir loseiern. Ey, du bist doch schon halb durch. Du musst dich schon wieder anziehen, ordentlich. Ach ja, du musst mir so schon genug blöde Sprüche anhören. Was? Wegen was? Weil du dich mal entsprechend deines Genders anziehst? Entsprechend ihres Standes. Hoho, Prinzessin auf der Erbse. Also ungefähr. Prinzessin auf der Poperze. Ja, Sowas wie ich wird da nicht mal gefickt. Okay, das stimmt nicht, aber... Ich wollte jetzt nicht auf irgendwelchen alten Geschichten rumreiten, deswegen war ich es ruhig. Hä? Hä? Achso. Auto läuft schon unten. Ich habe schon einen Motor angemacht. Okay. Damit uns warm ist, weil es ist immer noch kalt. Ja. Zu ordentlich. Und dann können wir dahin. Was ist denn der Plan? Was machen wir dort? Also ich habe keine Ahnung. Wenn der Kleine ist ja immer noch nicht da. Also. Nee, aber zumindest mal kurz da irgendwie rumeiern und dann, wir können auch dann, also ich habe da jetzt erstmal gar nichts vor, ehrlich gesagt. Lage checken und so gucken, dass man halt denkt, dass wir da immer noch sind, weißt du? Wenn uns irgendwer blöd kommt, können wir auch noch sagen, wir haben einen Ausflug gemacht nach, wo macht man denn hier Ausflüge hin? An See? Wenn du das jetzt meinst. Winter? Ja, warum denn nicht? Ja, gut. Frische Luft und alles, das ist doch wunderbar. Irgendwas wird es ja schon geben. Denke ich doch aber auch. Das kann man immer mal, da ist ja ein Trimdischpfad, wir können uns ja auch Sportsachen mitnehmen. Nee, ich meine, weshalb man uns nicht gesehen hat da in der Gegend, aber das ist auch egal. Ach, wir waren im Spa, da gibt es auch garantiert einen Spa, wenn man da mal einen Tag im Spa verbringt. Ja, das geht schon. Das könnte man übrigens jetzt auch machen. Was? Schön ins Spa gehen. Was denn, da kaufen wir uns auf dem Weg, kaufen wir uns Bikinis und gehen schön ins Spa. Dann muss ich noch was mit meinen
Tattoo machen. Du hast doch die Latexhaut drüber, dachte ich. Ja, stimmt. Das war doch alles okay, das hat man doch extra gemacht. Das soll jetzt mal nicht das Problem sein. Ja, du hast recht. Dachte ich doch. Okay. Dann, ich dachte schon wieder, ich hätte Schwund. Nee, ich hatte Schwund. Jutti, Schwund ist überall. Na ja. Dann gehen wir doch mal, gucken wir mal Matrix Le Matrix, ob sie irgendwas über Gedöns sagt. Definiere Gedöns. Was sich nennt... Spa. Ja, genau. Dort in der Gegend. Quasi. Ja, klar, dort in der Gegend. Ich weiß, ich bin dumm. Spa, selbstverständlich gibt es dort oben ein Spa-Bereich. Und zwar ist das da nämlich so ein bisschen südlich des Sees. Also kommt ihr da noch gut hin. Und dadurch, dass ihr ja sowieso im sozialen Netzwerk oder in mehreren sozialen Netzwerken dort irgendwie sein müsst, könnt ihr dann auch direkt irgendwie sagen, boah, hier Spa, voll fesch. Man kann sogar natürlich dort auch Fotos machen. Das heißt, ihr könnt Beweismaterial sammeln für einen tollen Spa-Ausflug. Oh. Gott, wie geil. Und Selfie! Der Lehrer hatte ja auch mal kurz dir noch ein paar Sachen empfohlen, die man sich angucken könne. Und dort ist auch das Geburtshaus von Martha Fröschner. Die Martha Fröschner, das war hier natürlich 2040 hat sie Olympiamedaillen im Eiskunstlauf geholt und zwar alle und das natürlich schon ziemlich dick, Alter. Richtig dick. Alle. Nein, einfach alle. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Alle. Ja, genauso viele wie ich Liegestütze kann. Liegestütze vor allem. Ja. Weil ich spreche mit niemandem, wenn ich nicht mit euch spiele und dann das lange nicht gemacht haben, bin ich einfach raus. Oh, schön. Okay, dann müssen wir uns jetzt nur noch, muss man sich jetzt eigentlich noch angemessene Bikini, ja, muss ich einen angemessenen Bikini besorgen. Frau Rottenmeier wird keinen Bikini tragen, sie wird einen hochgeschlossenen Badeanzug tragen. Wie des Standes gemessen. Angemessen. Okay. Jetzt muss ich ja gerade mal googeln. Das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung mit Billy. Googeln? Googeln? Nee, Klamotten und so Sachen ins Video dann einbauen. Warte. Das Tolle ist, Jojo braucht gar nichts Besonderes, die brauchen nur was ganz Effes. Such du mal was Schönes. Ich gucke jetzt gerade mal eben nach altbackenen Badekleidungen. Alter, Verwalter, ein Hauch von nichts, aber davon viel. So ungefähr. Oh, warte mal, jetzt muss Warum ziehen sich manche Frauen eigentlich noch Bikinis an? Ach, du meinst Monokinis? Nee, irgendwie. Gott, oh Gott. Manchmal sind die einfach nur sinnlos. Eklig. Gott, was ist denn da angemessen? Für dich was mit, Frau Rottenmeier. Oh Gott. Doch sowas. Ich hab was. Ja, ich bin dann auch gleich speichern. Warte, der andere ist AFK. Hier, das wird Billy, sowas in die Richtung wird Billy sich anzulegen. Das ist so geil, das, was ich gerade gepostet habe. Das ist so ultra gut, oder? Den muss man in Ägypten anziehen. Ich finde das so ultra gut. Wird gespeichert. Das kommt ins Video. Das kannst du leider nicht anziehen. Das ist gut. Was hältst du denn von meinen Badebekleidungen, die ich jetzt hier... Ich finde die gut. Passen, oder? Sowas in die Richtung. Ja. So diesen mittleren mit dem Blümchen obendrauf und ne, so tief geschlossen, so, also so runter über die Hüften. Schön über die Reiterhosen drüber. Ich muss mir die Brüste dann leicht abbinden, damit es nicht so raussticht. Ja, das stimmt. Weil die sind ja schon etwas... Voluminöser. Over the top.
You're the best. Für Kabern müssten wir dann das hier holen. Ich glaube, das ist für Jojo ganz gut. Moment, das hier. Ach, du, warte mal, hast du noch was? Moment. Aber das hier für Kabern, falls du noch dazu stößt. Ja. Das ist okay. Ich finde das auch sehr solide für Jojo. Moment, das muss ich auch noch speichern. Ich finde einfach den ersten, den ich gerade gepostet habe, so ultra gut. Das ist so gut. Das Paket ist interessant, was das Bild für Kabern trägt, oder? Also er hat schon ein Paket, ne? Ne? Ja. Das ist schon... Ja, ist stattlich. Richtig. Vielleicht. Sieht jedenfalls auf jeden Fall wie ein Elch aus. Ein Elch. Ob er Elch hören Gehänge. Kann? Du kannst ja mal in seiner Röhre nachschauen. Dann müsste man das auch anschließen. Aber du verfügst über das Endoskop. Stimmt. Warum eigentlich? Weil du das gerne wolltest. Ist das nicht ein Stethoskop? Nee, Stethoskop ist was anderes, genau, ja. Richtig, Stethoskop, da hörst du den Herzschlag mit. Ja. Das Endoskop schiebst du rein. Mit einem Stethoskop kannst du aber auch zum Beispiel Grummeln im Bauch hören. Ja, du kannst alles hören. Ja, nicht alles. Auch Musik, wenn du es als Radio hältst. Das könnte aber etwas laut werden für die Gehörgänge, oder? Ja, ein bisschen. Ich stelle mir das schon laut vor, wenn du so ein Stethoskop ans Radio hältst. Das, Spielleiter kann sich jetzt die Bilder angucken. Oh, ist er zurück, ja? Ja, ja, der hat gerade Regen. Mach er wieder rauchen, der Sack, oder? Der war richtig hart rauchen. Alter. Junge. Jetzt ist du ja relaxed. Geht so. Der zweite von mir ist einfach ultra gut. Kann man nicht machen, YouTube macht uns kaputt. Ich weiß, aber er ist ultra gut. Der kommt ins Video. Süß. Da macht doch keiner was kaputt. So, das ist das Tatsächliche. Was? Das Tatsächliche? Das ist für Kaban. Ach, du zeigst ihm gerade die Bilder dann. Ja. Kabans Bikini ist doch super. Kaban hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen. Nee, falls er kommt. Finde ich in Ordnung. Klar. Falls er aufschlägt, haben wir den dabei für ihn. Beziehungsweise den müsste ich dann erstmal mit dem Gärtner noch, aber das ist erstmal völlig irrelevant. Da ist... Das ist ja quasi im Rewind ist das ja passiert, wenn er aufschlägt. Oh Gott, das wird aber auch anstrengend. Machen wir so. Jetzt wird so anstrengend. Soll ich am Ende noch mitdenken, Düs, bitte? Ja, Quatsch. Seit wann denken wir überhaupt während unserem Podcast, Alter, bitte? Das erinnert mich gerade daran, ich habe noch Jägermeister im Kühlfach stehen. Wohl bekommt's. Only Rin. Ich erinnere mich. Oh, stimmt, da war was. Ja, da hat er was gesagt. ihr seid perfekt ausgestattet. Wie immer. Mhm. Gestylt bis zum kleinen Fußnagel. Der ist bei Jojo 2 eingewachsen, aber... Gut, dass die Schminke wasserfest ist. Dann ist sie. Aber Düs, da sagst du was. Hm? Du musst natürlich bitte? bei Jodo. Ganz kurz die Pediküre-Zange auspacken, weil mit den Füßen ins Spa. Die also, gelbe ist Hornhaut runter, mit der Flex runtergehobelt, weißt du? Ja. Aber Jojo, Oscar. Aber Jojo ist eitel. Ach stimmt, ich glaube, da wird noch. Ich glaube, da wird sie schon Wert drauf legen. Das mag sein, aber da du ihre Hände ja schon krasser gestylt hast und auch krasser nochmal gepflegt hast, ich glaube, so eitel ja, ist sie nicht. Aber das stimmt. Wie sieht denn das aus? Das heißt jetzt ja aber nicht, dass sie hier die krass verhornte, wulstige... Nein, um Gottes Willen. Aber du hast Nagellack und was weiß ich und Polish auf und so einen Scheiß auf die Hände gemacht. Ja gut, das kommt auf die Füßchen, ja. Ja genau, das meine ich hauptsächlich. Und die Billy muss ja auch, die stylt sich ja auch dabei, ne? Ja, natürlich. Dezent herrschaftlich, aber schon ein bisschen geil. Ja, du siehst ja den Bikini, also diesen Badeanzug, ja, ja, den sie ausgesucht hat. Da muss man ja dazu sagen, dass sie da klassisch, ne? Klassisch. Mhm. Die Mode war auch wieder in den 2040ern total aktuell, deswegen hat sie noch so einen Retro-Bikini-Badeanzug. Sie fliegen. Was denn? Das war echt
Die war am Montag nicht dabei, glaube ich. Also letzten. Stimmt. Jutti, wollen wir. Das ist vaterlos, ja? Ja, klar. Yeah! Ihr kommt an. Oh, das ist so schön! So schön! Hopp hier, komm mal rum! Digga! Warum lacht der denn jetzt wieder so? Was ist denn jetzt witzig? Ich liebe das, wenn er lacht. Ja. Pass mal auf, Shit. Ihr kleinen Kanalvögel. Ihr kommt ja nicht rein. Guck mal, die Füße alle, das machen wir nicht. Raus. Nee. Nein, also, das Etablissement. ist sehr schön. Entschuldigung, das heißt Etablissement. Verzeiht, das Etablissement. Seit wann spreche wir Französisch? Weil es keine Waffe ist, darf er das so nicht sagen. Das ist ja aber auch nicht sächsisch. Das sonst hätte ich gesagt, das Etablissement. Nicht sächsisch. Etablissement. Ich weiß ja auch nicht, wie man das da sagt. Gar nicht. Der Spar. Der Schupo. Der Spar. Der Netto. Oder ist also es der Aldi schön in Lidl? Ist doch bei euch der Aldi Süden, wo? Du, Alter, in den Staaten gibt's Aldi? Ja, na klar gibt's da Aldi. Hab ich nicht gewusst. Ja. Also, der staatliche Aldi, das ist also im Waldstück gelegen und man hat schon, das ist von einem elfischen Architekten. Es hat ein Draußenschwimmbecken. Natürlich. Eine Außentherme, die dampft immer so schön im Sommer. Da hocken Paviane drin. Du und ich bin rot Arsch. Oder was? Ja, wir sind nah dran. Ja, unabhängig davon, dieser elfische Architekt hat natürlich Wert drauf gelegt, dass es im Einklang mit der Natur gebaut wurde. Das heißt, er hat natürliche Steine in das Gebäude perfekt entweder als Wand oder als Innenzierat eingebaut. Er hat große Bäume, alte Bäume quasi auch in das Gebäude hinein wachsen lassen, beziehungsweise das Gebäude natürlich darum entstehen lassen. Und das ist natürlich absolutely sophisticated und awesome. Und, Entschuldigung. Und daneben ist dann das Haus von der Eiskunstläuferin, was natürlich auch total geil ist. Nee, aber das Ding macht schon was her von der Eiskunstläuferin, die alles gewonnen hat. Ansonsten stehen da auch nicht viele Gebäude. Und alle Liegestütze gemacht hat. Das ist so. Alle. Das ist so verstörend, dass mir dafür nicht mal mehr ein blöder Kommentar einfällt. Du musst dich auf die Nebensächlichkeiten beziehen. Du solltest mal im Frühling da sein, denn er hat Kirschbäume da reingepackt und das ist einfach super schön mit den weißen Blüten. Mission. Diesen Typen killen und dieses Ding in die Luft jagen. So viel Natur kann nicht gesund sein. Du bist so anti-Elf, ich hasse dir. Ja. Also, ihr entrichtet die Gebühr, die ist gar nicht so billig, oder? So ein Spa, das, was kostet ein Spa? Für die Tageskarte 70 Nguyen. Nicht ein Mittelschichtspa? Nur? Naja, teilweise musste der ja noch bestimmte Dinge extra bezahlen. Ja, du musst, die Tageskarte heißt nur Eintritt. Du darfst die Sauna, das Hammam und wenn du Massage willst, kostet extra. Wenn du hier Getränke möchtest, kostet alles extra. Ja, das ist aber mir klar, aber ich dachte, 70 das kostet Euro, 70 pro Nase. Das ist schon, ne, wenn viel. Der andere schon gut. Echte ja, Steine ist, reinpackt. Ist richtig. Ich würde sagen, also ich nenne euch mal am Ende eine Hausnummer. Das machen wir so. Das schreiben wir eh als Unkosten auf. Aber erstmal zieht das euch ab. Und ich will mal sehen, wie ihr Vlad dann überzeugt. Wir mussten ins Spa. Welchen? Den dort. Der ist überhaupt nicht an eurem Zielgebiet. Wir natürlich mussten ist da das. Auch rein. Ne? Da. Das wird noch ausgefechten, gefochten. Gefechten. Bonobo. Da gibt's noch ein Fechterchen, so. Wir dachten, da ist jemand, mit dem wir eventuell noch hätten reden. Ich kann meinen Bruder sowieso nicht anlügen. Bitch slap. Also, ich mach das. Entrichtet die Tagesgebühr, tretet ein, geht euch um. Der Umkleideraum ist größer als Julius Bart. Und seid in diesem wirklich total geilen Ding, wo tatsächlich auch einige Leute sind, auch Urlauber teils. Und ja. Na, das Ding ist, dass man bei so einem Ding oft wenigstens ins Schwimmbad kann und in das Thermobad
Bad-Gedönse, wo man auch rausdingsen kann und in die Sauna. Alles andere kostet tatsächlich extra, aber... Spa und Whirlpool ist auch offen. Also sprich, du kannst ins Hammam rein, in die russische Sauna, die ist ja geil. So aber was gibt's ja schon. Ich wollte schon sagen, das geht ja schon. Man muss ja jetzt nicht die extra Kosten noch übertreiben. Nee. Also ich kriege jetzt keine Massage. So. Picolöchen zum Anfang, dachte ich, oder? Nix ja, Picolöchen jetzt. Muss. Doch, also Billy muss Picolöchen. Also ihr würdet auffallen, wenn ihr keine Empfangspikolöchen hättet, ne? Das gehört aber zum guten Ton eigentlich. So echt. Das klingt wie Billy muss Pipi. Das ist ja albern. Ja. Also jetzt wird sie wirklich albern. Nein, aber sie haben tatsächlich auch ein Picolöchen, was zwar nicht aus Trauben, die in Deutschland wachsen, aber durchaus in Deutschland verarbeitet wurde und was natürlich viel awesomer ist, weil Seder und so weiter. Oh ja, yeah. Cool. Da kriegen wir ja auch Seder-Rabatt, weil wir sind ja vom Korn. Nein. Fuck ja. Wir haben euch das erst hier in den Ostblock gebracht. Und das ist der Dank. Billy flucht auf Deutsch. Verdammte Hundekacke. Genau. Kann eigentlich jemand Deutsch von euch? Nö. Matrix, Übersetzung. Ist ja okay, aber ich frage nur generell. Weil der klingt halt bestimmt so gut, wie wenn Engländer Deutsch reden, weißt du? Schnaps. Verdammte Hundescheiße. Blitzkrieg. Panzer. Ich sag dann einfach nur Bobo Razor. Genau. Nicht? Doch. Gut. So. Sind wir hier. Ja, genau. Ist so, dass da nämlich und so weiter. Nee, also das ist halt ein normales Bading. Ihr seht, ihr könnt mal, jemand von euch darf Edge würfeln. Entweder der mit dem viel Edge oder der gut würfelt. Beziehungsweise der nicht absolut scheiße würfelt. Jojo ist ein Glückskind, also kriegt sie schon mal einen Edge mehr. Ein Erfolg dafür. Ein Würfel mehr, da hast du recht. So, also würfelt Jojo, ganz einfach. Das sind 6 Würfel, da wirst du jetzt mal was ordentliches würfeln, Kind. Und jetzt auf gar keinen Fall mehr. Sei nicht immer so negativ zu deinen Würfeln, verdammt. Da, 2 Erfolge, sag ich doch. Die Hand schon auf dem Zonk, muss ich sagen. Kritischer Patzer wäre ja jetzt absolut göttisch gewesen. Ihr fliegt aus dem Spa. So ein Spa-Kraft zusammen. Der Baum ist umgestürzt. Ja, genau. Aber Billy ist verschont, denn sie ist eine Elfe. Der Baum fällt einfach aus Prinzip neben sie. Hält kurz in der Luft an und fällt neben sie auf den Ork. Genau. Also, okay, ihr seht, ein, 2 Personen, die ihr schon mal auch in eurem eigentlichen Zielgebiet gesehen habt, mit der ihr jetzt noch nichts zu tun habt, aber die da zumindest rumgeistern, die auch relativ nah bei den hier Melnikovs wohnen. Und, oh ja, ihr seht, ihr erinnert euch sicherlich an dieses ganz unglaublich unhöfliche, quasi vulgäre Pärchen, welches sich in enger Umschlingung befand. Oh ja. In der Öffentlichkeit. Nun ist es so, in diesem Spa, quasi auch noch halbnackend, sitzt sie auf seinem Schoß, wenn auch nur kurz, seitlich, und sie küssen einander. Gibt's hier eigentlich keine Security? Doch. Wieso tut die nichts dagegen? Es ist kein Sauggeräusch hörbar, vermutlich deswegen. Wir können sie auch nicht anschwärzen, das wäre dumm. Nee, das sollte man nicht tun. Selbst als sie sich umblicken und sie kurz bemerken, dass ihr das mit Nichtachtung oder mit Verachtung straft, fahren sie fort. Aus Prinzip, ja? Nein. Das scheint sie einfach nicht zu interessieren. Ich fange auch gleich mal mit aus Prinzip an. Und dann passieren ganz andere Sachen. Dafür wiederum gibt's eine Security und dafür interessiert die sich, glaube ich, mehr. Du wusstest doch gar nicht, was ich tun möchte. Vielleicht wollte ich den einfach nur auf die Motorhaube kacken oder so. Auf die Motorhaube kacken? Ja, keine Ahnung. Wie geht das denn?
setzt dich, also du kniest dich auf die, nicht knien, sondern du hockst dich auf die Motorhaube, dann lässt er die Hose runter, jetzt mitschreiben, Alex, da draußen. Hast du das schon mal gemacht? Dann drückst du richtig ab. Ja, na klar, Junge. Unterkalt. Klo war besetzt, ich musste irgendwo hin, Mensch. Und wenn du richtig asozial bist. Der Igel wohnt jetzt hier. Geil. Und wenn du richtig asozial bist, dann nimmst du ein gut wirksames Apfelmittel und scheißt den einmal über die Windschutzscheibe. Geschissen wird nicht. Kacken ist okay, aber geschissen wird nicht, dass wir uns gleich verstehen. Ah. Und lackierst den die Windschutzscheibe neu. So ein Sprühdurchfall. Weißt du, wenn so eine Sahnetube halb leer ist und dann nur noch die... good time. Gott, oh Gott. Wo sind wir heute wieder gelandet? Beim Sterni offenbar. Ich habe keinen Alkohol hier, also nicht getrunken. Nein, ich meine die Art von... Egal. Easy, ja. Also. Guter Hefeweizen-Durchfall. Also die beiden unhöflichen jungen Menschen. Und ansonsten noch so ein paar andere Guys, aber jetzt nichts Spezielles. Als Billy und Jojo nach einem Platz suchen, sagt Frau Rottenmeier, Fräulein Rottenmeier sagt, junge Dame, sehen Sie sich das drüben nicht an. Sie werden sich nicht in eine derartige prekäre Situation selbst verfrachten. Wir werden uns etwas abseits setzen. Ich möchte nicht Ihren Blick in diese Richtung wandern sehen, dass wir uns klar sind. Es ist ja ein Pack. Das sagt sie auch jetzt nicht so laut, dass es jeder hören kann, aber schon in die Richtung gesprochen. Nicht, ja? Weißt, wie ich meine? Passive-aggressive. Ja. Diese selbst... Arschkrampen. Ja. Selbstverständlich, Fräulein Rottenmeier, immerhin haben, Sie mir immerhin haben Sie mir beigebracht, was ich gehört. Sehr wohl, junge Dame. Ich bin auch sehr stolz auf Sie. Danke. Ah, sehr gern. Möchten Sie einen Tee? Nein, danke. Ein Earl Grey? Nein, nicht? Nein, im Augenblick nicht, aber ich komme später gerne darauf zurück, wenn Teezeit ist. Eine Fanta eventuell. Sie dürfen heute gerne eine Fanta zur Feier des Tages trinken. Jojo, wispert ihr bei Fräulein Rottenmeier? Ich bin keine 10 mehr. Wir haben DNA, weißt du, ne? Ach so. Ich bin das keine 10 mehr. Ach, bitte rede hör doch nicht auf, mit mir doch. Wie mit einer 10-Jährigen. Die gucken schon alle. Als wäre ich geistig behindert. Weißt du, wie anstrengend das ist, wenn man laut loslachen will und sich das dann im letzten Moment verkneifen muss? Ja. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Die tun so richtig schön weh. Oh, so zu reden. Wie? Du meinst, ich finde das klasse. Es tut mir leid. Ich höre auf. Es tut mir leid. Ja. Ich hab Tränen in den Augen. Soll man nicht machen. Man macht sich darüber nicht lustig. Das ist voll nicht lieb. Die, jetzt, du hast angefangen. Du weißt, dass ich jetzt weitermache. Die, es gibt da eine Schule auch in der Nähe, die einen Ausflug macht mit den Kindern mit geistiger Behinderung von reichen Menschen, die das Evo-Kinder. Lasst mich ausreden! Evo-Kinder, die ja quasi diese genetische Expression als Chance wahrnehmen und nicht als Fehler. Die sagen, okay, das es sind jetzt... ganz besondere Kinder. Nein, das nicht mal zwingend. Das sind einfach Kinder. Also jedes Kind ist ja erstmal ganz besonders. Und die sind halt so und wir können gucken, was wir damit für Vorteile für dieses Kind und für die Gesellschaft herausziehen. Nicht halt immer nur, der kann das nicht, die kann das nicht, das wird nichts. Nein, auch mal sagen, okay, weißt du, das ist kein autistisches Kind, sondern das ruht in sich selbst. Also, ich würfe jetzt ein... Die sind da auch. Solange, bis es aus sich selbst herauskommt, meinst du? Entschuldigung. Ruht es in sich selbst. Ich habe jetzt einen SR9 gewürfelt, was meine Schleichenprobe ist. Weil jedes Mal, wenn Billy hinter denen herläuft, äfft sie so nach. So, dass Jojo sieht. Und ich habe 3 Erfolge.
du noch nicht machen. Sie hat drei Erfolge, es bemerkt doch keiner. Nur du siehst sie. Beherrschenprobe. Ja, ich bin gerade dabei. Du weißt, dass ich jetzt garantiert patzen werde, oder? Wenn es patzt, dann ist geil. Dann ist es genau richtig. Dann zeigt sie mit ausgestreckten Fingern. Ich habe auch drei Erfolge. Scheiße. Zu spät, too bad. Ah, das hätte mich gefreut, wenn du voll losgelacht hättest. Scheiße, ich kann mir das richtig vorstellen, ey. Das ist wohl asozial, was ich gerade mache. Billy, du machst... Das probiere ich nochmal aus. Also, Billy, du folgst den ja kurz immer mal so ein bisschen. Und da sind halt zwei Typen. Also der eine Security-Guy und der eine Typ, der hier gerade die Handtücher irgendwo auswechselt, im Massageraum oder so. Die gucken sich an, dann sagt der eine, ey, was ist pink und behindert? Keine Ahnung. Ein Flammongo! Jetzt machst du mal eine Beherrschenprobe, Billy, weil der war schon scheiße. Witzig. Ich finde, ja. Jetzt muss ich auch mal gucken, ob du lachst. Wo ist denn meine Beherrschung? Charisma und Willenskraft. Ah, da habe ich ja genug. 10 Würfel. Ja. Ich weiß, ich kenne mein Charakterblatt mittlerweile besser als wie du das. Als wie? Sorry. Als wie du das. Also kein Deutsch oder was? Denk mal mit. Boah, Billy beherrscht sich mit einer 4 Erfolge. Macht keinen Spaß. Billy dreht sich zu ihnen und guckt sie mit einem total herablassenden Blick an. Innerlich zerberstet sie. Vor Lachen. Platzt ihre Silikonbrust. Sie macht sich ganz leicht in die Hose. Merkt keiner, Pipi, ist ja immer hohe Luftfeuchtigkeit. Alter, einschüchtern habe ich nicht. Charisma einschüchtern. Eins. Die haben ja auch kein Einschüchtern, also safe. Das möchte ich gerne edgen. Nein, möchte ich nicht. Ein Erfolg. Oh, ich habe auch einen Erfolg. Dammit, ich bin aber okay. Verteidiger. Nee, du bist Verteidiger. Ist irrelevant, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Die gucken so ein bisschen runter, entschuldigen sich so halb, weil es unangenehm, wenn Gäste das mitbekommen. Und dann zieht der einer auch schnell ab und der Security-Guy strafft halt die Schulter und guckt da geradeaus an dir vorbei. Weg an dem starren, eisigen, blauäugigen Seederblick. Ich war mir nicht ganz sicher. Wenn Billy jetzt ich wäre, dann würde ich das genauso tun, aber im letzten Moment, wenn keiner guckt, würde ich mich zu denen hindrehen, die Zunge rausstrecken und diese Heavy Metal Gabel machen, die Pitchfork. Und halt grinsend mit der Zunge raus, weißt du? Bewegt sich die Zunge wenigstens dabei? Natürlich! Du meinst, du wirfst ihm einen Kiss zu? Richtig, du hast es. Genau so. Aber das, wie gesagt, das würde jetzt nur. Ich quasi Düse machen. Nee. Genug gewürfelt für heute. Ich hab doch ja auch nichts gemacht, ist die blöd. Okay, ich hab vielleicht diesen Kindergarten reingebracht in diese Schule, aber ist egal. Ja, wir suchen uns ein nettes Plätzchen und trinken beide einen Softdrink, aber werden natürlich auf die Cedar-Krupp-Marke zurückgreifen. Dann sollten wir keine Fanta trinken. Richtig, deswegen sage ich, wir greifen. Was will denn das? Afri-Cola, oder? Afri-Fanta. Afri-Cola-Fanta-Mix. Dragonfruit. Yes. Das stinkt wie Scheiße, Alter. Sag mal, wer ist eigentlich Seders größter Feind? Aztec? Ich glaub, die waschen sich bestimmt nur mit Head and Shoulders. Ich blick's nicht. Wegen der Schuppen, was Scheiße. Es kam eins jetzt. Tut mir leid, nee, der hat mich jetzt nicht. Düse. So nee, tut mir leid. Ja. Fasching ist doch rum. Ja, du weißt doch, wo die herkommen, Mann. Das ist nicht die vorbei. Schuppen. Von trockener Kopfhaut. Mach mir keine Witze über den Lohfirm. Am Schluss kommt er noch vorbei. Kackt uns auf die Motorhaube. Das Auto, das kriegst du nie wieder sauber. Boris muss den ausgraben. Da muss er nicht so durchwühlen. Guck mal, da fährt ein Scheißhaufen.
Jetzt überleg mal, was passiert, wenn der Apfelmittel nimmt. Den Wagen kriegst du nie wieder aus dem Sumpf. Ja, weißt du, wo die Sümpfe herkommen, ne? Wenn der eine Chili frisst, Alter, dann brennt die Scheiße. Junge. Wenn der dann Magenkoliken kriegt, ey. Was passiert, wenn Loffe furzt? Gib doch den Vulkan in Seattle. Nicht nur. Essen Erdgas für einen Monat? Nee, nicht Erdgas, Drachengas. Ja. Weißt du, die Leute im Mittelalter dachten, dass, oder vor Mittelalter dachten, dass Pest durch schlechte Luft übertragen wird. Kein weißt du woher. So ein Drachenfurz hat 180 Oktan, Mann. So viel? Quasi als Nitro-Einspritzung benutzen im Auto. Deswegen ist auch SK Racing so successful. Ah, jetzt erklärt sich das. Gut. Haben wir jetzt Spaß im Spaßbad mal wieder, oder was? Ist das irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein Trigger bei uns, oder? Frage ist, hast du das dabei? Ich habe die Ständerblätter dabei, das ist alles. Und ich habe gesagt, ich habe keine Sachen damit genommen. Jojo hat ein bisschen Gras, stimmt. Das hat sie aber nicht im Spa-Bereich versteckt. Nein, um Gottes Willen, du hast es aber prinzipiell mit. Ich erinnerte mich nur, dass du diesen awesome Fingerfertigkeitswurf hattest. Richtig, das habe ich aber nicht prinzipiell mit, sondern das habe ich da sogar irgendwo, nee, nicht mal im Auto, sondern das habe ich da versteckt, weil ich da ja irgendwann mal drauf zurückgreifen wollte, mit dem Knaben. Und wo hast du das versteckt? Das habe ich irgendwo draußen versteckt, ich weiß aber nicht mehr wo, da hatten wir irgendwie... Ich dachte Mumu-Drogen. Ich war mir nicht sicher, dass du das auch angesagt hattest mit dem Verstecken. Dann ist es noch im Auto. Sehr gut. Du hattest nur gesagt, beim letzten Mal, als es geschafft hat mit der Fingerfertigkeitsprobe, Spieler, da hast du gesagt, dass sie es dahin steckt, wo die Sonne nicht scheint. Das waren deine Worte. Echt? Wirklich? Hast du tatsächlich gesagt, meine ich jetzt ernst, aber ich weiß jetzt nicht, was das in deiner Welt bedeutet. Das bedeutet, dass sie das irgendwo im Auto versteckt hatte. Das meinte ich nämlich eigentlich. Dass sie das jedes Mal über die Grenze bekommt im Auto. Boris Auto hat ja auch garantiert ein Schmuggelfach, jetzt mal ohne Witz. Also das ist ein Klappauto, oder hat auch garantiert, ne? Der hat doch so eine spezielle Bar irgendwo, wo der Spiegel direkt ausfährt. Das wäre was in so einem Auto drin sein muss. Eigentlich hast du leider recht. Da passt nicht viel rein, aber dafür, für den Good Stuff auf jeden Fall, ja. Bisschen Gras passt da immer rein. Yep. Ich will Gras, ich geb Gas. Ja, ich dachte, es ist klug. Irgendwann mal, vielleicht nützt es mir ja sogar, vielleicht war das auch alles umsonst. Der einzige wirkliche gute Wurf, den ich in dieser... Nein, du hast im ersten Spielabend übelst gut gewürfelt. Das stimmt. Aber immer nur dann, wenn es nicht wichtig ist. Ne, wieder waren schon ein paar Dinger dabei, die du gut gewürfelt hast, die wichtig waren, glaube ich. Stimmt. Hey, Gebräuche, egal. 1000 Erfolge. Das ist richtig. Wir haben auch Kabans Gebräuche dann zusammen gerettet noch. Und du hast auch naja, von keinem Erfolg auf einen Erfolg, meinst du? Nee, auf zwei. Du hattest zwei und ich hatte zwei, also hatte er dann zwei Erfolge. Stimmt, ich hatte so, meine viele. Ich ja, obwohl wir Minus hatten beide. Anywho's, es redet ja keiner über unsere Erfolge der Vergangenheit mehr. Es ist alles nur Haschen und Greifen nach Rauch. Apropos Rauch, soll man einen rauchen? Nee, Spaß. Ja, wir sitzen dann schön im Spaßpart, Chef. Und lass uns gut gehen. Wir besuchen dann schön Sauna. Wie ist denn das eigentlich? Jetzt pass mal auf. In Deutschland ist es ja so, man geht ja in die Sauna nackend. Sicherlich. In Russland dachte ich, bisher wäre das auch der Fall so. Bestimmt. Da kann Billy nicht in die Sauna. Na, aber hat man da nicht ein Handtuch? Also kann man ja, soweit ich weiß. Ja, aber nicht, wenn du unterm Eimer stehst, Alter. Dann stellst du dich halt nicht unter den Eimer. Alter. Nach einem... Es ist egal. Es kann sogar sein, dass in der Preisklasse es möglich ist, entweder eine Einzelsauna für zwei halt noch zu mieten, wäre natürlich teuer. Also das ist auf jeden Fall möglich und ich weiß nicht, ob es dann vermutlich nackend, ja. Man muss ja präsentieren, was der Doktor geschaffen hat. Geht bitte da nicht hin. Das ist mein Kitzler. Gucken Sie nicht so blöd. Kitzler-Pumping immer. Das ist kein Penis. Das ist auch kein Adamsapfel. Ich hab einen Kopf. Meine Schilddrüse bringt mich noch um, Mann. Das ist kein Adamsapfel. Das ist eine Schildkröte, keine Schilddrüse mehr. Seine Schilddüse.
Nee, das bin dann ich. Das wenn ich mein Krieger spiel. Ist ja Schilddüse. General Schilddüse, wir haben ein Problem. Oh Mann. Wir sind aber auch heute wieder albern, ey. Wo kommt denn das her? Wir haben uns einfach viel zu lange nicht aufgestockt. Holen. Ja, könnte sein. Muss auch mal sein. Ja. Juti, passiert was? Ich überlege. Nein. Na, irgendwann müssen wir uns doch mal zumindest in die Nähe von den Leuten begeben, die da auch in der Nähe ja, dingsen. Und da wird man sich, genau, da setzt man sich zumindest in die Nähe, je nachdem, wie das geht oder angebracht ist oder nicht angebracht ist oder wie auch immer. Wir unterhalten uns dann sehr sophisticated über irgendwelche Rembrandt-Gemälde, über AR eingeblendet für uns. Ja. Ihr beide miteinander oder mit denen? Miteinander. Miteinander. Mit denen. Sehr gut, sehr gut. Wollt ihr nur sicher gehen? Bist du irre? Entschuldigen Sie, was halten Sie von dem abgeschnittenen Ohr hier? Also die Klinik steht ja hier auf abgeschnittene Arme, aber naja. Abgeschossene Hände, bitte, ja. Da geht noch mehr! Macht doch bitte beide mal Wahrnehmung hören. Hören? Oh. Ja, bitte. Da habe ich sogar Earbuds drin. Zählen die? Schwimmbad? Ja, warum nicht? Stimmt. Wasserfest, ja. Das geht doch heutzutage alles. Naja, bis zu einer gewissen Tiefe. Perception. Boah, ich habe meinen Wahrnehmungswurf nicht verkackt. Hi. Das ist gut. Was bringen denn die Earbuds plus eins, ne? Je nachdem, was du drin hast. Kommst du eigentlich dabei stehen? Ich guck mal kurz. Ich guck auch gerade. Audioverbesserung 2. Na, 2 Würfel. Kein Minus Alps? Achso, na, Minus Alps immer halt. Ah ja, gut. Dann sind es nur 8. Dann habe ich auch 3 Erfolge. Oh, wir sind beide. Also, wir sind Adler heute. Adlerohren haben wir. Ja, wir haben Adlerohren. Ganz klein in den Federn drin versteckt. Genau. Adleröhrchen. Schmecken okay. So lecker. Gehen wir nachher zu Kentucky Fried Chicken und bestellen uns einen Eimer Adleröhrchen, bitte. Die sind so lecker. Vom Schweinsadler. Also. Nee, vom Bald Eagle. Kaban quasi. Mütze Glatze. Kriegt Rolli schon Nervenzusammenbruch, by the way? Nee, nur Kopfschmerzen vom Lachen. Scheiße. Der lacht gar nicht ins Mikrofon, das ist voll schade. Wir können nicht beide gleichzeitig lachen, Mann. Ich weiß nicht, wie das kriegen würde. Es gibt bestimmt eine geile Rückkopplung, das müssen wir mal ausprobieren. Kommt bestimmt geil auf der Aufnahme, ey. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Die andere kotzt schon wieder ihre Lunge raus, also von dem her geht's weiter. Easy. Also. Wir sind also sophisticated und nee, es ist also so. Total useful information, die ihr bekommt, ist also sind zum Beispiel dass er schon wieder nicht weiß, was er sagen soll. Deswegen jetzt klang er nämlich. Ich versuche mich die ganze Zeit zu konzentrieren, nicht zu lachen. Einmal nicht in den Rücken und ich weiß natürlich noch nicht genau, was ich sagen will. Also nee, auf jeden Fall, was sinnvoll wäre, ist das Komma, Doppelpunkt, irgendwie andersrum, egal. Die Nachbarn, die Fedotovs sind das ja, ne? Vom 20.04. Nein, was haben wir? Zweiten, musste ich. Zweiten mit Februar, ja. Und der Stift geht nicht. Awesome, warte. Der Fedotovs. Also, 20.02. bis Ende des Monats, also 29. Ja, das ist ein Schaltjahr, auf jeden Fall. Ist es? Auf jeden Fall. Warte, jetzt gucke ich nach. Wir haben 2081. Mein Kalender stehen, sonst geht mein Kalender nicht auf, Mann. Was, wir haben jetzt 2080, oder? Wir haben nein, 2081. Stimmt. Das muss ja ein Schaltjahr sein. Das ist auf gar keinen Fall ein Schaltjahr. Mein Kalender ist aber kaputt, wenn nicht. Also 28. ist kein Schaltjahr. Uff, ey, ist okay, kein Schaltjahr. Nein, pass auf. Schaltjahre sind nur gerade Jahre. Nein, das ist mir prinzipiell so einigermaßen bewusst. Ja? Das Ding ist also das Folgende. Jeder Grupp hat ein Schaltjahr eingeführt. Es verhält, verhält sich so. Ja, wir sind Schaltjahr, wenn wir das wollen.
Es verhält sich also so, jedes Jahr ist ein Schaltjahr, denn sonst geht mein Kalender kaputt. Und übrigens... Olli hat recht und den längsten. Dass wir uns dann nochmal einig sind. So. Oh, ja. Also, 20. bis 29.2. sind die Fedotovs im Urlaub. Hat er uns alle. Die Fedotovs im Urlaub? Das kriegen wir raus? Moment, jetzt, warte mal, hallo? Ja, die sind im, das kriegt ihr raus. Die sind deutlich beliebter, die Fedotovs, als ihre Nachbarn, zu denen ihr eigentlich müsst. Und deswegen erzählen die sowas halt auch. Die sind im Urlaub, die fliegen tatsächlich nach Spanien und werden ihr Hausmädchen zurücklassen. Und was auch offenbar in der Vergangenheit so praktiziert wurde, ist, dass wenn die in Urlaub fahren, kommen manchmal ihre Nachbarn für ein, zwei Tage mit. Was die wohl echt ankotzen muss, nicht die Nachbarn, sondern die Familie selbst, weil die ja eigentlich nicht so richtig leiden können. Und dann fahren die halt noch irgendwo anders hin, also die Melnikovs. Und der Sohn bleibt öfter mal zurück und wird dann von dem Lehrer und von dem Haus, also dem Kindermädchen der Fedotovs mit betreut. Das ist so der Shit. Also erstmal ganz wichtig erstmal an der Stelle. Billy fängt an zu singen, ich bin der König von Mallorca. Das ist nicht Mallorca. Mallorca. Das ist auch nicht Mallorca. Mallorca. Nein, es Warum ist nicht? Da woanders. Ist sie wo? Pyrenäen, Junge. Basti. Pyrenäen. Beide Pygmäen. Ja, da auch. Um die Ecke. Okay, jetzt wird's albern. Ja, ich bin schulgemisch. Nee, es ist, vorher war es ja okay. Jetzt plötzlich ist es scheiße, das. Nee, ja. Pass auf. Weil ich bin nicht echt scheiße ihr... jetzt. Hör auf, bitte, es tut so weh. Gut. des Weiteren, total sinnvolle Information, ist das. Vor einem halben Jahr beide Familien ihren Sicherheitsvertrag eine Stufe hochgesetzt haben und da jetzt echt Geld reinbuttern. Gründe sind nicht bekannt. Die Nachbarn meinen auch, dass, also die nicht direkt Nachbarn, aber halt, ne, die da ein bisschen Umgebung halt wohnen, die ihr da belauscht, dass sie das ein wenig störe, weil man da ja jetzt doch sogar ab und zu mal einen Evo-Sicherheitswagen innerhalb einer Woche für 5 Minuten da rumcruisen sieht. Das ist wirklich schon, das ist einfach das Stadtbild total entweihend. Und sie können sich auch nicht erklären, warum die da irgendwie so einen Stress machen, weil die halt dumm sind oder sowas in der Richtung. Des Weiteren muss ich das erstmal aufschreiben. So. Des Weiteren erfahrt ihr noch, dass der Troll, der Gärtner-Troll, wurde fast herausgeschmissen, weil es gab da so eine Situation mit ihm und einem Auto in Moskau. Das Auto wollte halt einfach nicht aus dem Weg gehen und er hatte einen echt richtig beschissenen Tag, weil er mit so ein paar Nazis den Weg gekreuzt hat. Und obwohl er sich gegen die dann doch gut durchsetzen konnte, offenbar, war dann halt dieses Auto im Weg. Und der hatte halt wirklich, wirklich einen schlechten Tag. Und der ist ja eigentlich der liebste und beste Mensch. Aber wenn es um die abgefuckten Autos geht, ne, da kann er nicht anders. Und hat das wohl umgeschubbt. Sie haben ihn aber trotzdem behalten. Wofür er sehr dankbar sein sollte, finden die Leute, die ihr belauscht. Weil sowas kriegt ihr überhaupt nirgendwo nochmal an Stellung. Kann überhaupt froh sein, dass ein Troll dort um. Und, ja. Es ist der Melnikov, ne? Der Troll arbeitet bei denen, ja. Ah, okay. Ich hatte jetzt noch... ja, Entschuldigung. Der mit den Covern sich halt treffen will, ne? Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ich dachte, das... Der heißt anders. Der heißt... Nee, das ist ja okay. Es ist ja kein Problem jetzt. Das ist ja nicht weiter. The Dude. Der Abtrickelkerl. Ivan Mitrofil. Mitrofil. Ich hatte jetzt noch eine Verständnisfrage. Und zwar dieses Haus, was wir den Plan von haben und was wir jetzt schon davor standen, ist ja jetzt ein Gemeinschaftshaus für alle? Also wenn wir Nachbarn die sagen... Familie. Für die beiden Familien. Weil das sind ja schon... Achso, wenn die ihr belauscht habt, das sind jetzt nicht unmittelbare Nachbarn, sondern das sind halt die Leute, die in der Umgebung wohnen. Aber da halt tatsächlich Ratsch ist und so, ne?
Nachbarn sind dazu. Halt wirklich nur Melnikov, Fedotov. So, also das ist Freunde von den Fedotovs, genau. Das ist quasi Freunde und Lästerleute. Genau, es ist quasi ein Haus mit zwei Wohneinheiten. Zwei abgeschlossenen Wohneinheiten. Das ist verstanden. Gut. Und die wir belauscht haben, sind Freunde von den Fedotovs. Die wohnen da halt irgendwo. Genau, wahrscheinlich drei Häuser weiter und man lästert halt dann auf den Grillpartys. Aber man trifft sich ja mal zum auch gemeinsamen Kaffee oder hat dieselbe Nageltante oder was man halt noch dieselbe so Tante. Oder die Männer nageln dieselbe Tante und so. Oder man geht zu Mardi Gras. Bitte was? Mardi Gras. Bitte was? Mardi Gras. Bitte was? Erkläre dich. Mardi Gras. Er will sich nicht erklären. Wie sagt man denn Mardi Gras? Mardi Gras. Mardi Gras. Sind diese, kann man so sagen, als Gartenparty? Ah, danke. Also eine Gartenparty. Mardi. Mardigras. Ja, noch nie gehört. Das sind so Mardi Gras halt. Quasi. Könnte man so ausdrücken, ja. Mit Blackjack und Nutten. Auch, ja. Themenpartys wahrscheinlich. Das ist der fette... Der fette Dienstag ist es halt. Fette Dienstag. Es ist halt ein Faschingsdienstag, mein Gott, Mardi Gras. Das heißt halt so. Ist okay. Tut mir leid. Ich möchte halt immer etwas. Warum? Keine Ahnung. Ich werfe halt immer gern etwas anderes Wissen ein, was man jetzt vielleicht nicht in jedem anderen Podcast mal hört. Tut mir leid. Mein Gott, es tut mir halt leid. Ich trete halt keinen Hunden ins Gesicht. Ich schieße die nur ab. Anderes Wissen, ja. 147 Synonyme für Vagina, Penis und Nieren. Wir sind schon bei 250, Mann. Verzeih, ich hab's nicht gezählt. Sowas aber auch. Gut. Und das Wissen, dass es nicht dafür riechen sollte. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich weiß. Meine Muschis riechen immer nach Fisch. Es ist ein heimischer Geruch. Da fühlt er sich direkt zu Hause. Ah, da möchte ich mich reinkuscheln. Ich wollte schon sagen, er möchte direkt wieder reinkrabbeln. Ja. Das Erste und das Letzte, was ein Mann im Leben riechen will. Das glaube ich aber auch, ey. Ich muss mal Svante fragen, wie sie unten rum riecht. Könnte interessant werden. Nach diese Bacon. Diskussion. Ich dachte jetzt eher nach Chicken McNuggets oder so irgendwas. Ja, sehr ähnlich. Ach, oder Burger. Adleröhrchen. Nach Waffenöl. Ja, das ist das, was ihr so mitschneidet. Okay, dann werden wir da vermutlich noch eine gewisse Weile verbringen und uns dann irgendwann auch wieder auf den Weg machen. Ja. Das unsägliche Pärchen ist auch etwas eher gegangen als ihr. Das ist gut. Ja, Gott sei Dank. Sie haben sich sogar eine Einzelsauna geleistet. Und die müssen ihr Vater haben. Wie heißen die denn? Ja, das sage ich dir gleich. Lass mich nur diesen Satz zu Ende bringen, während ich ganz zufällig selbstverständlich nicht irgendwas durchsuche. Also, sie haben sich also diese Einzelsauna gemietet und kamen minimal mehr verwurstelt von den Haaren heraus, als man es durch Wärme und Wasserdampf erwarten könne. Man wird doch wohl noch mal einen Joghurt in der Sauna essen dürfen. Ich hasse dich. Nein, tust du nicht. Nein, das ist so surreal, nein. Das erinnert mich mal, dir noch was zu erzählen. Jetzt? Nein. Warum denn nicht? Nein. Erzähl sofort. Jetzt, du hast gegaggert, jetzt musst du auch ein Ei legen. Nein, das schneiden wir raus. Ja, klar, machen wir das. Gut, dass ich die Folge schneide. Das, pass auf. Der Kerl heißt Nail Muravjov. Das kann ich mir auch auf jeden Fall merken. Das ist doch nicht wichtig. Das ist wichtig, das hat gefragt. Er denkt immer, er kriegt mich, aber er kriegt mich einfach nicht. Also doch, tut er, aber egal. Und die Frau dazu heißt Angelika mit SCH, das ist ganz wichtig, ja. Und der Nachname lautet Bogdanov.
Selbstverständlich. Immer du mit deinem Bock dann. Da kein ich Bock mehr drauf. Ich habe Wikipedia aufgeschlagen und Wikipedia hat gesagt, Trolli Bogdanov. Also habe ich gesagt, okay, Wikipedia, du wirst Bescheid wissen. So. Angelika, der Lenz ist da. Möchtest du das gern im TS noch ausgeschrieben haben, ja? Ja, natürlich. Kriegst du. So, und was ist es mit Joghurt in der Sauna? Nein. Doch? Einfach nein, das. Also ich habe mich ja schon in der Sauna mit Honigzeug eingerieben. Das habe ich wirklich gemacht. Im Dampfbad. Und war, dann, hat das, und war das schön, oder? Das war geil. War es dunkler Waldhonig? Was, jetzt werde ich rassistisch hier? Warst du ein Schokobär? Ja. Ich mag auch Schoko sehr. Was? Nehmen unten im TS. Na, da unten im Allgemeinen bei Russian Podcast Chat. Da steht Nail Marajov. Das kann ich ja nicht aussprechen, Alter. Ja, du wohnst doch da in der Nähe, du musst das können. Ich wohne da in der Nähe, klar. Ist nicht so weit zur ukrainischen Grenze für mich, Alter, weißt du? Weißt du Bescheid? Dann bist du doch fast da. Ja, ich sag ich doch. Easy. Bald gehöre ich nicht mal zu Europa. Dann bin ich der König von Mallorca. Schön. Ich kann mir das vorstellen. Irgendwann steht Düse auf dem roten Platz und singt, ich bin der König von Europa. Ich mach das. Direkt verhauen. Von wem denn? Die verstehen mich doch eh nicht. Die denken alle nur, der hat Spaß. KGB, der Spaß ist verboten. Der hat zu viel Spaß, der Kollege. Ich komm mal die Kasse nach hinten. Aber sowas von. Das gefällt dir, ne? Kasse nach hinten hauen, das hat dir so richtig was angetan. Ja. Natürlich. Warum denn? Na, weil das mal anders ist, als ich hau dir auf die Fresse oder... Weiß ich nicht, wir können Fechtechne austragen oder du fängst dir gleich eine oder umschuppen. Das ist einfach mal was Neues. Umschuppen. In die Ecke schuppen heißt es doch. Auch das. Jetzt ist Outro. Achso. Ja. Die White Russian laufen unter der Common Creative Fuck. Und jetzt bitte nochmal mit ein bisschen mehr Lust. Die White Russian laufen unter der Common Creative Attribution Non-Commercial and Share-alike 4.0. Die neueste. Und. Ihr könnt es nicht lassen. Und die Firma Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika besitzt alle Rechte an der Marke Shadowrun mit Catalyst zusammen und Microsoft auch. Und wir haben nichts zu tun mit Chronicles oder Returns oder Dragonfall. Das sind nämlich alles Firmen, die nichts mit uns zu tun haben. Der Pegasus Verlag in Deutschland vertritt die Rechte an Pegasus natürlich und auch an Shadowrun. Die Musik am Anfang und am Ende ist Mad in Mad mit dem Lied Russian Tango. Alter, hast du schon wieder gekifft? Das Ding ist, ne, ich habe vor einer gefühlten Ewigkeit mich mal kurz also euren Sound gemutet, um zu hören, was in der 8.8 so los ist. Und als ich jetzt, ich dachte, du bist fertig, aber es geht einfach noch weiter. Ja, war doch toll. War richtig. Ich war zwischenzeitlich in der Küche und hab mir Essen geholt. Kann ich nichts dafür, dass du so klein bürgerlich lebst. Echt mal, Essen gehört doch eindeutig woanders hin. Also. Hat man heutzutage nicht einen Kühlschrank im Auto? Und das Auto ist in der Bude? Ja, das Auto ist aber weiter weg. Das Auto steht doch im Wohnzimmer.
Ich weiß ja nicht, was du in deinem Dritte Weltland so machst, aber... Echt mal. Ich meine dich. Ostblock halt. Ja, Drogengeld. Geil. Geil. Machen wir jetzt diese Aufnahme aus? Oder wird das hier noch sehr schmerzhaft? Warum meckerst du denn so viel, Alter?